Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier aus Endingen. Schön, dass wir diesen Weihnachtsgottesdienst an den Bildschirmen miteinander feiern dürfen. Und auch wenn wir uns jetzt hier in der Kirche nicht miteinander versammeln dürfen, nicht miteinander feiern dürfen, so sind wir doch miteinander verbunden. Weihnachten ist ja nicht abhängig von der Art und Weise, wie wir uns versammeln, sondern einzig und allein davon, dass unser Herr, unser Retter und Erlöser, unser Herr Jesus Christus unter uns ist, in unserer Mitte. Durch ihn sind wir verbunden, über Raum und Zeit hinweg. Er ist zu uns gekommen, ganz nahe. Die Tage habe ich gelesen, Gott hält keinen Abstand. Er kommt uns nahe, er kommt zu uns. Und so grüße ich euch alle mit der Weihnachtsbotschaft der Engel aus Lukas 2, Vers 8. Dort lesen wir, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft in diesen Tagen? In diesen Tagen, wo die Angst umgeht? Gott hat an Weihnachten einen anderen Akzent gesetzt. Er ruft uns zu, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich komme zu dir, ich komme zu euch, ich komme dir nahe, ich bin da. Und die Angst, sie muss weichen und die Freude darf Raum gewinnen. Mag sein, dass wir Weihnachten dieses Jahr völlig anders feiern, aber eins bleibt, die Freude über Gottes Nähe in Jesus, dem Kind in der Krippe und dem Herrn der Welt. Deshalb hören wir jetzt das Lied Freue dich Welt. Und an den Bildschirmen dürft ihr ganz kräftig mitsingen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns Gott loben
mit Worten aus Psalm 96. Wir sprechen den Psalm ganz miteinander. Sie können zu Hause mitsprechen. Danach singe ich das Ehre mit einer weihnachtlichen Melodie vom Himmel hoch und einer Strophe aus dem Gesangbuch. Sie können auch da zu Hause mitsingen. Das wäre eine Premiere. Und nun lasst uns Gott loben. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Er sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Barmherziger Gott und Vater, völlig anders als wir Menschen erwarten, kommst du in unsere Welt. Auch dieses Weihnachten wird alle Erwartungen sprengen. Alles wird anders. Lass uns davon lernen, dass wir uns auf dich einlassen, so wie du zu uns kommst. Und auch wenn alles anders wird, so bleibst du doch derselbe, dem wir vertrauen können. Auf dich können wir uns verlassen und bei dir sind wir nicht verlassen. Mit dir freuen sich Himmel und Erde. Lass uns in diesen Jubel einstimmen, weil du da bist und uns nicht vergessen hast. Du beschränkst den Kontakt zu uns nicht. Vielmehr kommst du uns ganz nahe und erfüllst uns mit der Freude, die unsere Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Dafür loben wir dich und preisen dich und bitten dich, höre uns, wenn wir jetzt in der Stille weiterbeten. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Amen. An Feiertagen, an Festtagen bekennen wir unseren christlichen Glauben und wir tun es heute mit den Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses. Es ist ein altes Bekenntnis, das uns vor allem mit den Kirchen des Ostens verbindet. Es betont vor allem, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Lasst uns dieses Bekenntnis miteinander sprechen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Wir hören die gesungene Weihnachtsbotschaft. Ja, liebe Festfreunde, liebe Mitfeiernden an diesem Festtag, an diesem Christfest, an Weihnachten. In den letzten Tagen ist mir die Weihnachtsbotschaft, wie sie die Engel auf den Feldern von Bethlehem, den Hirten, verkündigt haben, nicht mehr aus dem Sinn gekommen. Immer wieder kamen sie mir in die Gedanken und ist mir begegnet, ja, an kaum einem Weihnachtsfest war sie so aktuell wie in diesem Jahr. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und wir, hören wir nicht in diesen Tagen ganz andere Worte? Fürchtet euch. Fürchtet euch vor dem Virus, fürchtet euch vor der Ansteckung, fürchtet euch vor Kontakten, fürchtet euch vor der Kontrolle, fürchtet euch davor, dass ihr auch rechtzeitig zu Hause seid. Fürchtet euch. Das Virus hat uns die Furcht gelehrt in den letzten Wochen und Monaten.
Sind wir dieser Furcht erlegen? Ich will die Gefahr, die von dieser Corona-Pandemie ausgeht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Gegenteil. Natürlich, es ist gefährlich und sehr unberechenbar. Wir sehen, wie wenig wir es unter Kontrolle haben. Der Rückgang der Infektion im Sommer hat uns betrogen und getrogen. Doch Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sorge, ja. Fürsorge, natürlich. Rücksichtsnahme, in jedem Fall. Verzicht immer wieder, keine Frage. Aber Furcht, Furcht soll keinen Raum haben. Seit der Geburt Jesu muss die Furcht nicht mehr regieren. Wie oft ist Jesus seinen Jüngern mit diesen Worten begegnet? Fürchtet euch nicht. Wenn er Dinge gesagt hat, die sie nicht verstanden haben, fürchtet euch nicht. Ihr werdet es verstehen. Als er Wunder getan hat und sie nur erschrecken konnten, sagt er, fürchtet euch nicht. Und als er ihnen dann nach seiner Auferstehung wieder begegnet ist und sie erschrocken waren und furchtsam, sagt er doch zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und auch später seinem Apostel, dem Paulus, ist er begegnet mit diesen Worten, fürchte dich nicht. Und nun hören wir diese Worte am Weihnachtsfest 2020 mitten hinein in unsere Sorge und unsere Ratlosigkeit. Fürchte dich nicht. Offensichtlich will Jesus uns in diesen Tagen was ganz Besonderes sagen. Ich bin doch bei dir. Ich halte dich doch an meiner Hand. Ich habe doch alles für dich gegeben. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Nicht die Sorge, auch nicht die Einsamkeit, nicht die Krankheit, sogar nicht der Tod wird dich aus meiner Hand reißen. Denn ich bin mit dir, heute und für alle Zeit. Deshalb fürchte dich nicht. Ja, so durchbricht Jesus alle Furcht und schenkt uns seine Freude. Siehe, ich verkündige euch große Freude, sagen die Engel. Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Wenn die Furcht weicht, dann kommt Freude auf. Wenn die Furcht keinen Raum mehr hat, dann macht sich die Freude Platz. Und diese große Freude ist für alle da. Sie soll ja allem Volk widerfahren, so heißt es ja in diesen Worten der Engel. Jeder soll von ihr ergriffen werden, nicht nur die Glücklichen, sondern auch die Enttäuschten. Nicht nur die Fröhlichen, sondern auch die Traurigen. Nicht nur die Gesunden, sondern auch die Kranken. Nicht nur die, die im Rampenlicht stehen, sondern auch die Einsamen. Allen gilt diese Freude. Alle werden diese Freude erfahren, denn jetzt ist Jesus da. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Jetzt weicht die Furcht und eine große Freude kommt auf, weil Jesus da ist, weil er das Zepter übernommen hat, weil er diese Welt in seine Hand genommen hat, weil jetzt er hier ist. Ja, und mit dieser Freude dürfen wir auch feiern, gerade jetzt, diesem Weihnachtsfest 2020. Sie ist das schönste Geschenk, das uns dieses Jahr Gott macht. Und dass wir auch einander weitergeben können und miteinander und einander machen können. Ich denke, wir haben in den letzten Monaten genug schlechte Nachrichten gehört. Jetzt wird es Zeit für gute Nachrichten, für das Evangelium von der Freude. Freude, die aufkommt, weil Jesus da ist. Und von diesem Evangelium spricht auch das Wort des Propheten Jesaja, das uns für den heutigen Festtag gegeben ist. Ich lese aus Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.
Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Hier scheint die Freude aus jedem Knopfloch dieses Prophetenwortes heraus. Wie die Engel bei den Hirten von Bethlehem verkündigt der Prophet eine große Freude. Ja, die Freudenboten sind unterwegs. Im Griechischen heißt es hier, die Evangelisten, also die, die das Evangelium weiterbringen und weitertragen, sie verkündigen Frieden, Gutes und Heilung. Man ist fröhlich und jubelt. Was für eine gute Stimmung. Eine echte Weihnachtsstimmung, so wie bei O du Fröhliche. Aber ist jetzt alles Freude, Friede, Eierkuchen? Nein, ganz sicher nicht. Es sind nicht die Erfolgreichen, die Glücklichen oder die Angesagten, die hier jubeln. Es sind die Trümmer Jerusalems, die das Jubeln anfangen. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Ja, das Volk musste getröstet und Jerusalem erlöst werden, denn es lag in Trümmern. Nicht die Glücklichen oder die Überflieger sind hier gemeint. Nein, das Wort gilt den Mühseligen und den Beladenen. Sie hören das Evangelium des Propheten hier. Denn die Situation zur Zeit des Propheten Jesaja war auch dramatisch. Wir schreiben das Jahr 537 vor Christus. Seit 50 Jahren liegt Jerusalem in Trümmern. Das jüdische Volk ist im babylonischen Exil und mit ihm auch seine Propheten. In Jerusalem ist alles zerstört, was das Volk an Gott erinnern könnte. Die Stadt, die Mauern, der Tempel, die Stadt in Trümmern. Das Volk verschleppt. Der Zion, wie man Jerusalem früher besungen hat, lag brach und die Lieder dort waren verstummt. Die Menschen, die noch in diesen Trümmern gelebt haben, die hatten keine Hoffnung und keinen Schutz. Sie kannten nur die Not. Und sie sehen nur die Trümmer der Stadt vor ihnen und haben keine Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Doch dann geschieht das Unerwartete. Der persische König Kyros erlässt ein Edikt, dass die Juden wieder heimziehen dürfen. Freudenboten machen sich auf den Weg, den Euphrat entlang, über das aramäische und judäische Gebirge nach Jerusalem. Und die Wächter, die dort sind, die die Stadt beschützen sollen, weil die Mauern zerstört sind, die sehen diese Freudenboten schon von Weitem herkommen und laufen. Und sie kommen und verkündigen dem Volk Frieden. Friede wird sein, Gutes wird kommen, Gott wird wieder sein Heil schaffen, denn mit seinem Volk wird Gott selbst und damit die Hoffnung wieder einziehen in Jerusalem. In diesen Trümmern wird Gott wieder Wohnung nehmen, denn dein Gott ist König. Das ist nun 2500 Jahre her und an Weihnachten 2020 hat die Welt nicht weniger Bedarf an solchen guten Nachrichten, an solchen Freudenboten, die um der Welt in die Welt hineinkommen und die gute Nachrichten weitergeben. Wo haben wir solche Freudenboten, die in unsere Zeit hinein Frieden verkündigen und eine gute Botschaft bringen? Es wäre so nötig, mindestens so nötig wie damals, Freudenboten, die uns Frieden bringen und das Evangelium verkündigen. Frieden. Blicken wir hinein in unsere Welt, dann erkennen wir schnell, dass die Bilder von zerstörten Mauern und zerstörten Städten keine Aufnahme aus vergangenen Zeiten sind. Das sind Bilder der Gegenwart. Wir kennen sie. Wir kennen sie, die Bilder der zerstörten Städte in Syrien. Die Kämpfe in Mali, die Bilder des Terrors in Nigeria, erst jetzt wieder in den letzten Tagen oder im Kongo oder wo wir auch hinschauen. Länder voller Trümmer in den Straßen und in den Herzen der Menschen. Länder mit geschundenen, traumatisierten und fliehenden Menschen. Wir haben sie vielleicht aus den Augen verloren, weil die Pandemie uns so in Beschlag nimmt. Aber diese Bilder gibt es. Wo sind die Freudenboten für diese Menschen? Gibt es sie?
Haben Sie eine Hoffnung, eine Zukunft auf Frieden? Natürlich gibt es Hilfe. Wir spenden, wir helfen, damit Hilfe vor Ort ankommt. Wir tun da vieles und das ist auch gut so. Die Kirchen unterstützen ihre Partnerkirchen, damit im syrischen Grenzgebiet Schulen für Flüchtlingskinder aufgebaut werden. So tun es etwa die Schnellerschulen in Jordanien. Im Zollernalbkreis tut es der Verein Wir im Ländle e.V. mit Petra Nann, die Schulen für syrische Flüchtlinge in der Türkei aufbauen. Das bringt echte Hilfe zu ganz konkreten Menschen. Das ist gut und hilfreich. Und vor allem öffnet uns die Augen für die Not weltweit. Leider sorgt das Flüchtlingselend in Europa nur für Streit und eine katastrophale Lähmung. Weil nicht alle an einem Strang ziehen, passiert gar nichts. Ich denke, das ist ein Skandal. Es zeigt, dass Europa auf dem besten Weg ist, seine Kultur, seine Geschichte, ja seine Identität zu verlieren. Denn für Frieden braucht es mehr als nur gute Absichten und moralische Appelle. Es braucht den Friedensboten. Den Friedensboten, der die Kraft hat, wirklich für andere da zu sein und zu handeln. Es braucht eine gemeinsame Überzeugung. Jesaja spricht davon, dass Gott wieder König geworden ist. Dass Gott König wird. Dass Gott wieder unser Denken und Handeln bestimmt. Dass er auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Und dass er auch unser Miteinander, auch unsere Politik bestimmen kann. Er war es und hat es über viele Jahrhunderte hinweg getan. Und wir sind dabei, dies zu verlieren. Gott ist König geworden und damit sind wir schon wieder bei Weihnachten. Bei Weihnachten, denn an Weihnachten feiern wir die Geburt eines besonderen Königs. Eines Königs, der zu uns gekommen ist. In Jesus kehrt der lebendige Gott wieder in sein Volk ein. Er kommt zurück in sein Volk und in seine Welt. In Jesus wird Gott König. Aber Jesus ist ein ganz besonderer König, so wie wir uns ihn nicht vorstellen können. Er kommt nicht, wie normal die Könige kommen, in einem Palast zur Welt, sondern in einem Stall. Er regiert nicht auf einem goldenen Thron, sondern liegt in einer Krippe. Zu ihm kommen keine schwer bewaffneten Heere, sondern lausige Hirten. Ja, er kommt nicht mit Macht und Gewalt, sondern in Schwachheit und Verletzlichkeit. Er macht nicht Karriere, sondern er lässt sich ein auf einen Absturz bis hinunter zum Tod am Kreuz. Doch Gott hat ihn festgehalten, Gott hat zu ihm gehalten, Gott hat ihn von den Toten auferweckt und damit den Sieg behalten. Und deshalb bringt er Frieden, einen umfassenden Frieden. Deshalb kann er Frieden bringen, einen Frieden, der weiter reicht als jeder Waffenstillstand. Deshalb heißt er auch Friedefürst. Ja, der Friede, der mit Weihnachten anbricht, der hat einen Namen. Es ist Jesus. Er ist unser Friede. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium an Weihnachten. Deshalb zum Schluss noch ein Gedanke zu dem Evangelium. Diese Freudenboten, die brachten damals das Evangelium pur. Es war die Nachricht vom Ende der Gefangenschaft, von der Befreiung und von der Heimkehr des Volkes nach Jerusalem. Und es ist dann tatsächlich so geschehen. Was da verkündigt wurde, ist passiert. Ein Wunder vor den Augen der Welt. Gott führte sein Volk, das schon dem Untergang geweiht war, wieder zurück in sein Land, in seine Stadt. Nach Jerusalem. Israel wird so zu einem Zeichen für Gottes Güte und Barmherzigkeit. So ist mit der Geschichte Israels auch das Evangelium verbunden. Auch das Evangelium von Gottes Liebe, die in Jesus zu allen Menschen gekommen ist. Ja, Jesus, mit ihm ist das Evangelium pur bei uns angekommen. Und deshalb heißt auch der Bericht von ihm Evangelium. Das Evangelium war damals die gute Nachricht von der Rückkehr Gottes zu seinem Volk. Deshalb haben die
Trümmer Jerusalems gejubelt, als sie von dieser Nachricht gehört haben. Denn jetzt wussten sie, jetzt passiert was Neues. Jetzt kommt Gott zurück und in seiner Gegenwart können wir neu aufatmen. Vielleicht gibt es ja solche Trümmer auch in meinem Leben. Trümmer aus unerfüllten Wünschen, aus zerbrochenen Hoffnungen, gescheiterten Beziehungen oder zerplatzten Träumen. Vielleicht hat diese Corona-Pandemie manches zerstört, ein Trümmerfeld zurückgelassen in unseren Herzen, in unserem Miteinander, ein Trümmerfeld, in dem wir uns nicht mehr zurechtfinden. Doch dann gilt auch für uns an Weihnachten 2020, die Trümmer können zu jubeln anfangen. Man muss sie nicht zuerst wieder zurechtsetzen. Man muss nicht erst aufräumen. Man muss nicht erst Ordnung schaffen. Gott kommt so zurück, so wie damals auch. Er kommt zurück in unsere Welt, die in Trümmern liegt. Er kommt zurück auch in dein Leben. Und dann fangen die Trümmer zu jubeln an und alles wird neu. Ist das nicht ein Grund zur Freude an Weihnachten 2020, das so anders ist, so hoffnungslos, so schwierig erscheint? Aber nein, es ist Grund zur Freude da, weil die Furcht ein Ende hat und weil Zuversicht aufkommt. Denn auch heute gilt, was schon den Hirten damals gegolten hat. Freuet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Amen. Wir beten. Barmherziger Gott und Vater, in deinem Sohn Jesus Christus bist du auf unsere Erde gekommen und hast Frieden und das Evangelium gebracht. Dafür danken wir dir und bitten dich, breite den Frieden in unseren Herzen, in unseren Häusern, Städten und Ländern aus. Gib deinem Evangelium Raum in unserem Leben und schenke, dass wir es weitertragen in Wort und Tat. Herr, gib Trost für die Traurigen, Halt für die Haltlosen, Mut für die Schwermütigen, Liebe für die Unglücklichen, Vergebung für schuldig gewordene. Dein Licht breite sich auch durch uns. Herr, wir denken heute besonders an alle Menschen, die an den Feiertagen unterwegs sind oder arbeiten müssen. Bewahre sie in ihrem Tun und begegne ihnen, damit sie auch in ihrer Arbeit deine Weihnachtsfreude erleben. Wir bringen auch alle Menschen vor dich, die in diesen Tagen besonders Angst haben, sich Sorgen machen, bedrückt und traurig sind. Wir denken auch an die Menschen, die in Not sind oder in diesen Tagen an sich selbst und ihrer Situation verzweifeln. Schenke ihnen einen Lichtblick, neuen Mut und die Zuversicht, die aus der Begegnung mit dir fließt.
Herr, du kennst die Tränen unserer Erde und die ungewisse Zukunft in vielen Ländern unserer Welt. Bewahre dein Volk Israel. Stärke deine verfolgte Gemeinde. Öffne Wege für Frieden und Versöhnung. Ja, Herr, erneuere das Angesicht unserer Erde und lass dein Reich kommen. Gemeinsam rufen wir dich an mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fröhlich soll mein Herz springen. Wir hören noch mal ein Lied und singen mit an den Bildschirmen. Ja, zum Schluss bitte ich nochmal um eure Aufmerksamkeit für die Gemeindenachrichten. Ein besonderer Dank an alle, die den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet haben. Das waren heute die Ruth Walcher, Birgit und Martin Brendel und die Eunike Balinger, geborene Brendel. Vielen Dank euch an der Technik und ein ganz besonderer Dank geht heute an das Deko-Team und an das Ehepaar Pohl und Mann für das Schmücken der Kirche und für das Aufstellen und Schmücken des Christbaums. Schweren Herzens hat der Kirchengemeinderat beschlossen, die Gottesdienste in Enningen bis zum 10. Januar 2021 nur als Livestream und nicht mit persönlicher Anwesenheit zu feiern. Wir hätten das zwar tun können, doch wollen wir alles tun, um unseren Teil zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. Besonders in dieser Weihnachtszeit steht für uns die Fürsorge für die Menschen im Mittelpunkt, damit die Liebe Gottes konkret werden kann. Die Gottesdienste fallen aber nicht aus, sondern werden als Livestream auf dem YouTube-Kanal der Enninger Kirchengemeinde ausgestrahlt. Unter der Telefonnummer 07433 210 1617 können die Gottesdienste aus Endingen und Erzingen-Schönberg auch angehört werden.
Wer keine Möglichkeit hat, diese Gottesdienste im Internet anzusehen oder durch das Telefon zu hören, der kann sich bei der Kirche einen Weihnachtsgruß abholen, der dort aushängt. Und der darf auch gerne weitergegeben werden. Ganz herzlichen Dank für die Kollekte des Familiengottesdienstes an Heiligabend. Das war für Hilfe für Brüder international bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie gespendet haben, aber ich danke einfach und hoffe, dass viel zusammenkommt. Und wenn Sie noch nicht gespendet haben, können Sie das gerne auch noch online nachholen. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für Brot für die Welt bestimmt. Die diesjährige 62. Aktion steht unter dem Motto Kindern Zukunft schenken. Mehr als 150 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten und oft für einen Hungerslohn. Über 36 Millionen Kinder können nicht zur Schule gehen und haben deshalb später kaum die Chance auf ein existenzsicherndes Einkommen. Brot für die Welt steht dafür ein, dass kein Kind aus Armut arbeiten muss. Vielen Dank, wenn Sie diese Arbeit unterstützen und einen Beitrag mit dem Hinweis Brot für die Welt an die Kirchengemeinde überweisen oder im Pfarramt einwerfen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, also morgen, feiern wir um 10.15 Uhr einen Präsenzgottesdienst in der Kirche in Erzingen. Wer gern einen Gottesdienst im Internet ansehen möchte, kann auf dem YouTube-Kanal von Erzingen-Schönberg den Weihnachtsgottesdienst von gestern aus der Kirche in Erzingen ansehen. Dann am Sonntag, 27. Dezember, findet um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schliechenthal mit Pfarrer Kröger und Pfarrer Brendel als Livestream statt. Herzliche Einladung dazu, den Gottesdienst von zu Hause aus mitzufeiern. Übrigens, alle Gottesdienste können Sie auch in den folgenden Tagen und weiterhin auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde Endingen ansehen. Und nun bitte ich euch, auch wenn das jetzt, wenn ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt, dass ihr euch erhebt. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Dietlinde Schwabenthan, geborene Buck, im Alter von 65 Jahren. Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am vergangenen Samstag in Endingen statt. Wir beten. Ewiger Gott, wir danken dir für das Leben von Dietlinde Schwabenthan. Nimm sie auf in deinen Frieden, tröste du die Angehörigen und gib ihnen Kraft für den Weg der Trauer, der vor ihnen liegt. Du sprichst uns zu, Herr Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Nun wünsche ich euch allen frohe und gesegnete Weihnachtstage. Und darf dich, Martin, noch bitten, den Segen zuzusprechen. So geht in diese Tage und in die kommenden Tage unter dem Weihnachtssegen, den ich euch gern zusprechen möchte. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und jeden von uns in seiner liebenden Hand hält, der segne dich und behüte dich. Er lasse dich ein Weihnachtsfest erleben, an dem du neu seine Gegenwart und Güte spürst. Er begegne dir in Jesus, der wie ein guter Freund dich begleitet, ermutigt, stärkt, tröstet und erfreut. Er schenke dir einen Raum der Ruhe und Besinnung, der Dankbarkeit und Erfrischung, der Wärme und Geborgenheit. Er erfülle dich mit seinem Geist, der dich leitet, befähigt, begabt und als starker Rückenwind dir den Weg leicht macht, den er dich führt. Er lasse seine Hoffnung in dir aufblühen, dass deine Sorge in ihm verborgen, deine Angst in ihm aufgehoben und alles Zerbrochene durch ihn geheilt ist. Er halte die Fähigkeit zum Staunen in dir wach, und schenke dir die Lust auf Neues, auf Veränderung, Aufbruch und weite Horizonte. So segne dich der lebendige Gott, der Vater, der an Weihnachten sein Herz verschenkt hat, der Sohn, der an Weihnachten sein trautes Heim verlassen hat, und der Heilige Geist,
der an Weihnachten konkret, greifbar und anschaulich geworden ist. Amen.